Ich versuche das mit dem Dranhalten. Ich habe mich nochmal gemeldet, weil mir ein Punkt tatsächlich sehr wichtig ist, den wir heute, glaube ich, hier auch als Signal aussenden müssen. Die soziale Frage in Berlin ist in erster Linie verknüpft mit der Mietenfrage. Und die Mietenfrage ist nicht nur eine, sondern die Mietenfrage ist die soziale Frage, die wir in Berlin angehen müssen und die wir in Berlin lösen müssen. Und das gilt gerade für uns. Und ich will, dass wir heute hier das Signal aussenden, dass wir als Grüne diese soziale Frage für uns annehmen und dass wir sie ernst nehmen und dass wir auch nach dieser Prämisse in den nächsten Monaten und Jahren handeln. Ich will einmal kurz den Blick in die Welt rauswerfen, um zu zeigen, was passiert, wenn man diese Frage nicht annimmt. Ich habe ein Jahr lang in Südafrika in Kapstadt gelebt und wer wissen will, was passiert, wenn man eine Stadt spaltet, der muss nach Kapstadt gehen. Dort sind unglaublich reiche Viertel genau neben unglaublich armen Vierteln und die Folge ist, dass die ganze Stadt wie unter einer Glocke aus Angst sich bewegt. Es ist eine unglaublich hohe Kriminalität dort zu sehen. Gewalt ist aller Orten und wenn wir jetzt nicht anfangen zu arbeiten, dann machen wir erste kleine Schritte in genau diese Richtung und das müssen wir jetzt verhindern und jetzt anfangen, für eine Stadt zu kämpfen, die zusammenbleibt und die nicht gespaltet wird. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können nach Paris schauen, wir können nach London schauen und wir können uns anschauen, was dort passiert ist. In den letzten Jahren hatten wir unglaubliche Gewaltausbrüche in diesen Städten. Und man kann dann entweder so reagieren, dass man sagt, diese soziale Spaltung geht man an, wie das Sarkozy macht, der vorgeschlagen hat, die Viertel mit dem Kärcher auszuräumen. Und ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen Angst, wenn wir in 20 Jahren mal in die Zukunft schauen, dass dann die Law-and-Order-Politiker in Berlin von der CDU aus ihren Ecken kommen und sagen, so, jetzt haben wir das Problem und jetzt müssen wir mit Law-and-Order und mit Polizei und mit Gewalt an die Sache rangehen und diese Probleme lösen. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir eine andere Idee von Berlin haben, einen anderen Plan für Berlin haben, dann müssen wir jetzt handeln, dann müssen wir uns jetzt an die Arbeit machen und diese Spaltung von Beginn an aufhalten. Noch ist es nur in den ersten Schritten, aber es droht tatsächlich zu einem massiven und zu dem zentralen Problem Berlins zu werden. Und da sind mir zwei Punkte enorm wichtig. Der erste Punkt ist, und das hat Franziska ganz richtig gesagt und Lisa hat es auch nochmal wiederholt, der erste Punkt ist, die Mieten in Berlin haben sich längst abgekoppelt von Nachfrage und Angebot. Das hat nichts mehr im Kern mit Nachfrage und Angebot zu tun. Das ist auch ein Punkt, aber der zentrale Punkt ist, dass die Mieten in die Höhe getrieben werden von irgendwelchen Leuten, die in Frankfurt, die in London und die in New York an den Börsen sitzen und hier handeln und die tatsächlich da viel, viel Geld draus machen. Und ich finde, wir müssen eine ganz klare Kante an der Stelle haben, dass das Gemeinwohl in Berlin von dieser ganzen Stadt, und da sage ich nicht nur das Gemeinwohl, was die Armen betrifft, sondern das ist auch das Gemeinwohl derjenigen, die in Berlin reich sind, aber die in Berlin keine Lust haben, in Gewalt und in Angst vor Kriminalität zu leben. Und dieses Gemeinwohl steht über den Interessen der Spekulanten, die hier in Berlin viel Geld verdienen wollen und die nur kommen und danach wieder mit noch mehr Geld gehen wollen. Und ein zweiter Punkt. Ein zweiter Punkt ist für mich zentral, wenn wir über Mieten sprechen in Berlin. Wir sind die Grünen und wir wollen, dass energetisch saniert wird. Und ich glaube, da stehen wir alle dahinter. Aber energetische Sanierung funktioniert nur dann, wenn energetische Sanierung nicht zusammenhängt mit Verdrängung in Berlin. Und wenn wir diese Prämisse, wenn wir das nicht für uns ganz klar haben, bevor wir anfangen, über Konzepte zur energetischen Sanierung zu sprechen, dann geht das Ganze nach hinten los. Und davor möchte ich hier noch einmal warnen, wenn wir energetische Sanierung denken, dann müssen wir direkt von Beginn an und als allererstes darüber nachdenken, wie wir das sozial ausgestalten. Und diese Botschaft brauchen wir heute und mit dieser Prämisse müssen wir auch in die Arbeit der nächsten Wochen, Monate in Richtung Abgeordnetenhauswahl 2016 gehen. Dankeschön. Danke, Andreas. Das war fast eine Punktlandung.